Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Age of Empires 4 in der Mission, in der wir Ponvola verteidigen müssen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Im letzten Part wurde unsere Armee ganz schön zurückgedrängt von so ein paar Rittern. Das sind aber englische Ritter. Das ist das Problem. Das waren noch nicht mal unsere guten Franzosen-Einheiten und trotzdem wurden wir zurückgedrängt. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das Beste draus machen. Es fehlt an Nahrung. Das ist ein bisschen scheiße. Tatsächlich. Die Frage ist jetzt, wollen wir uns zurück in die Stadt ziehen und hier eine Finale schlagen? Ich finde die Idee eigentlich scheiße, bin ich ehrlich. Weil die Einheiten kommen ja von da oben. Das sind einige. Aber wir haben halt kaum was zum Abwehren. Wir bräuchten viel mehr Speerinfanterie. Mach mal hier die 3 und dann machst du mal auf die 5 einfach. Wir müssen mal gucken, wo die herkommen. Wir kriegen ja mittlerweile Gold rein. Das ist falsch schon mal. Ich brauche das hier. Immer die guten Rittereinheiten jetzt. Solange das Gebäude steht, können wir auch unseren Handel noch abwickeln. Eine Minute noch, bis die Armee eintrifft. Ja, ja. Wie viel kosten die denn immer? 140. Wir bräuchten einfach mehr Nahrung. Erhöht die Rüstung von Dorfbewohnern. Nahrungssammelrate, let's go. Das fehlt doch, oder? Oder fehlt Gold? Ne, hier fehlt Gold. Hier fehlt immer Nahrung. Und hier fehlt jetzt beides. Ach ja. Man nimmt, was man kriegt, gell? Es ist halt keine gute Ausgangssituation, wenn ich ehrlich bin. Oder kommen die aus verschiedenen Richtungen? Dann könnten wir eins abfangen. Dann würde ich vielleicht hiermit beginnen. Weil hier das Lager am meisten zerstört. Das wäre der beste Fall. Weil dann könnten wir vielleicht auch mit den Rittereinheiten die wegmachen und dann in der Hoffnung mit der Stadt zusammen. Die, aber ich glaube, die ziehen gemeinsam los. Wir ziehen uns auf jeden Fall hinter die Gebäude. So. Schön weiterbauen. Wir erhalten zumindest eine dauerhafte mittlerweile Versorgung auf. Die englische Armee wartete oh, das passiert tatsächlich. Und näherte sich dann Ponvola. Man geht hier hin. Und ihr. Oh, Speicher, gute Idee. Ihr geht hier hin. Das ist tatsächlich das Beste, was passieren hätte können. Wir müssen aber weiterbauen. Das nicht vergessen. Damit bei einer weiteren Belagerung wir hier auch standhalten. Scheiße, wo sind... Ah, doch, wir sehen, wo die sind. Okay. Gut, gut. Versuch hier die abzukapseln. Die hier sind halt noch voll gemotiviert. Bevölkerungskapazität erreicht. Nicht gut. Absolut nicht gut. Ja, die besiegen uns jetzt ziemlich glatt, glaube ich. Gehen hier hin. Ihr müsst hier mal schauen, dass ihr die wegkriegt. Ich weiß nicht, ob das clever war, die aufzuteilen jetzt im Nachhinein. Ihr seid weg, gell? Ja, zieht euch zurück in die Stadt. Hier in die Verteidigung von Türmen. Schafft ihr's? Ich glaube schon. Hier haben wir ja die Ritter Frankreichs dabei. Weiter geht's. Hier können wir nichts machen. Verbündete angegriffen. Ja, ich weiß. Oh, die sammeln sich neu. Das ist gut. Wobei, wir haben nur Bogenschützen gerade. Na, irgendwie... Also, ich habe mir hier auch einen klareren Sieg tatsächlich auf. Gut, jetzt wird es ein bisschen was, aber... das wird knapp. Nicht ehrlich. Zack, zack. Hier hin, zack. Und dann kannst du hiermit mal hier in die Stadt ziehen. 7 von mir aus. Haben wir es? Ja, gleich. Haben auch nur noch Bogenschützen übrig. Ey, was geht denn hier ab? Wir haben halt nicht genug Gold, um stärkere Sachen aufzustellen.
So. Weiter durchproduzieren. Das ist wichtig. Die plündern hier. Okay, die haben wir abgewehrt. Vielleicht schaffen wir es noch mit der Hilfe, die hier gleich wegzumachen. Dann haben wir nur noch die. Das wird knapp, aber wir haben auch noch die Stadt. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Stadt ist auch noch befestigt. Das Ding hier schießt auch. Okay, gut. Mit der Einheitengröße schaffen wir es auf jeden Fall. Mach du mal hier die 5 draus, gell? So, let's go. Guck, wie die lang eigentlich. Wir müssen doch jetzt hier irgendwie lang, gell? Okay, sind noch 18 Bogenschützen übrig. Vor allem die hier wichtig. So. Wichtig und richtig, mit den Pferden zuerst reinzustürmen. Die Bogenschützen können den Rest von hinten mal aufbäumen. Das ist mir fast schon zu knapp, ehrlich gesagt. Gut, wir haben jetzt hier noch eine Verteidigung. Gut, wir haben keine andere Möglichkeit. Sind wir auch mal kurz ehrlich. Okay, ihr schafft's, die wegzumachen. Und da bleiben auch noch ein paar übrig. Ihr könnt dann dazu stoßen von hinten. So, aber auch keine Reiter mehr übrig. Ja gut, die haben ihr letztes Stündlein geschlagen. So, zurückkommen. Ja. Hierhin. Wir haben jetzt ein Problem, glaube ich. Nein, nicht das. So, von der Seite. Richtig fies. Ich wünsche viel Spaß. Oh, sie müssen ausweichen. Wir aber auch gleich. Was macht ihr? Befragt vom Freund. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber das könnte was werden. Also ohne diesen seitlichen Angriff, glaube ich, hätten wir echt ein Problem. Und die Türme. Die Türme und das Rathaus machen hier auch einen guten Job. Muss man mal ehrlich sagen. Scheiße, scheiße. Wir könnten noch unsere Dorfbewohner mit dazu holen. Schnell. So, ihr macht hier auch noch euren Job. Gut. Die plündern zuerst die Stadt. Sehr schön. Nein. Wir müssen das Rathaus verteidigen. So, ja, die Ritter sind halt echt gemein. Nein, hier drauf. Aber wir stehen mitten zwischen den Türmen. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ah, erstmal den hier. Dann den da. Ah, komm. Ah, da noch. Oh, da steht immer noch der. Hier drauf. Einfach drauf. Okay, wir produzieren noch weiter. Ich habe gerade kurz die Befürchtung gehabt, dass wir nicht weiter produzieren. Ja, komm. Wir können hier ein bisschen laufen. Was Besseres bleibt uns gerade nicht übrig. Einfach mit den Dorfbewohnern gewonnen. Easy. So macht man das auch bei den Ramböcken übrigens in Gefechten. Man setzt die Dorfbewohner ein. Ja, das war doch einfach. Ist ja zum Glück nicht schief gegangen. Also die Franzosen-Kampagne ist deutlich schwieriger als die Engländer-Kampagne, habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Damit haben wir aber die Mission gewonnen. Nach einem hart erkämpften Sieg gegen den verstreuten Feind konnten die Franzosen der englischen Chevauchée bei Pont-Vallon ein Ende setzen. Die englische Armee war nicht unbesiegbar. Es gab noch Hoffnung für die Franzosen. Wollen wir es hoffen, dass unser Siegeszug so weitergeht? Bis jetzt haben wir ja nur eine Mission verloren und es war... Ja, wirklich verloren haben wir nur diese Arena, aber wir haben Paris nochmal neu gestartet.
So war's. Naja, Pfeilmacher. Cool. Also, auf die Videos... Ach, ich hab noch gar nicht das Normannen-Video hochgeladen. Und mir gerade... Ups. Oh, okay, jetzt machen wir einen riesigen Sprung von 1370 zu 1429. Fast 60 Jahre. Die Belagerung von Orleans. Orleans, ja doch. Das Schicksal einer Nation und der Aufstieg eines Königs lasten auf den Schultern einer furchtlosen jungen Frau, Johanna von Orleans. Von der habe ich, glaube ich, schon mal gehört, tatsächlich. Die Franzosen errangen einen überwältigenden Sieg in der Schlacht von Pont-Vallin. Zum ersten Mal während des Krieges waren die Engländer eindeutig geschlagen worden. Doch der Triumph währte nur kurz. In den nächsten 60 Jahren gewannen die Engländer nach und nach französische Gebiete durch Bündnisse und Siege in großen Schlachten, wie etwa bei Azincourt. Es schien, als könnte die Engländer nichts aufhalten. Wer hätte damals ahnen können, dass ein junges Bauernmädchen den Lauf der Geschichte ändern würde? ...1429 befand sich Frankreich in großer Bedrängnis. Nirgends war das deutlicher sichtbar als in der belagerten Stadt Orléans. Die Stadt war vollständig von Befestigungen der Engländer umringt. Doch nur ein paar Tagesritte entfernt, in Chinon, gab es potenzielle Hilfe. Der Kronprinz Frankreichs, der Dauphin Karl, hatte sich in seiner Festung verschanzt, doch man forderte von ihm, Orléans zu retten. Während Karl noch zögerte, erschien ein junges Bauernmädchen an seinem Hof. Ihr Name war Johanna von Orléans. Sie behauptete, Heilige wären ihr erschienen und hätten ihr eine göttliche Aufgabe übertragen, Karl zum Thron zu verhelfen und die Engländer für immer aus Frankreich zu vertreiben. Karl war skeptisch, doch ihre Rechtschaffenheit überzeugte ihn bald. Und er erteilte der 17-Jährigen einen fast unmöglichen Auftrag: die Befreiung von Orléans. Für Johanna war das der erste Schritt auf dem Weg zu ihrem gottgegebenen Schicksal. Im April 1429 ritt sie an der Spitze ihrer Armee aus den Toren Chinons, um die verhassten Feinde Frankreichs herauszufordern. Die Frau hat auf jeden Fall Eier. Also mit 17 sich gegen eine große Armee zu stellen, nicht schlecht. Die Belagerung von Orléans. Hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Johanna von Orléans. Führte die französische Armee zur belagerten Stadt Orléans, wo sie die Stadtmauern umstellten und die Bevölkerung verzweifelt vorfand. Unerschütterlich trieben sie die Franzosen zum Gegenangriff und beseitigten so jeglichen Zweifel an ihrer göttlichen Berufung. Verzweiflung machte sich in dem von englischen Festungen umgebenen Orléans breit, als die Engländer gegen seine letzte Verteidigungslinie vorrückten. In Frankreichs dunkelster Stunde erschien die 17-jährige Johanna von Orléans mit der Armee des Königs, um eine Stadt zu befreien und den Untergang einer Nation zu verhindern. Ja, hoffentlich nicht so schwierig wie die andere Mission. So, wir haben Fähigkeiten, Heilung anscheinend, ja. Du bist lustig. Okay, das machen die hier. Wir brauchen Einheiten, wir brauchen alles. So, wir haben zwei Leute, haben wir irgendwo Sachen, wo wir bauen können. Wir haben tatsächlich einen Stall. Eine Huten. Nice. Let's go. Das. Wir brauchen das. Wir brauchen unbedingt mehr Ressourcen. Let's go. Erst die Wirtschaft, dann das Vergnügen, sage ich immer. Let's go dahin. Da kommen gleich die nächsten, natürlich. Wir kennen es ja nicht anders. Kurz mal verschnaufen ist in dem Spiel nicht. Verteidigen sie. Ja, klar. Vielleicht noch. Achso, die Brücke ist aber zerstört.
Oh nee, sag nicht, wir müssen die zurückholen, wenn hier zwei ganze Brücken da stehen. Ich würde ja gerne schon rausreiten, aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Die Engländer hatten die bedeutende Befestigungsanlage Les Tourelles am Südufer der Loire erobert. Ich sehe es. Das Überleben von Orléans hing von seiner Versorgung ab. Die Rückeroberung von Les Tourelles war unverzichtbar, um die Stadt zu retten. Natürlich. Zerstören sie den Bergfried. Ja, das wird eine lustige Armee, eine lustige Schlacht. Die wird uns in diesem und auch noch sicherlich im nächsten ausfüllen. Weil das dauert. Ich brauche erst das hier, genau. So, mach mal Einheiten. 2, 3, 4. Oh, da habe ich irgendwas in der Tastatur. Rote, du kannst dich mal hier hinstellen. Ja, ich will jetzt gerade nicht deine geile Taktik. 5 kommt die Armee von Johanna. Wir bauen hier weiter, gell? Ja, will ich gerade noch nicht. Haben wir einen unerschöpflichen? Nee, wir brauchen eigentlich... Ja. Haben wir genug Routenstellung? Könnten wir für die Burg wählen. Wir könnten auch... Haben wir Steine? Nee, aber nicht genug für Türme. Schlecht. Gehe hier hoch mal. Nein, 5. Das ist die Armee. Bitte sagt, da kommt immer nur einer gleichzeitig. Ich kann wirklich nicht mehr gebrauchen gerade. Einfach mal, ja, kannst du mal hier das machen, dann das. Hier machen wir mal gar nichts. Und hier brauchen wir Gold, geil. Okay. So, Johanna, let's go. Und volle Kanne, lieber mit Heilung drauf. Ich kann mir nicht erlauben, gerade welche von den Rittern zu verlieren. Die beste Einheit, die wir wahrscheinlich im Kampf gegen die Dinger haben. Gegen die Feinde. Ah, ja, können wir hier gegenreiten? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Oh, wir sind fast tot. So viel zu, ich kann mir nicht erlauben, welche zu verlieren. Aber er schickt keine Verstärkung. Das könnte trotzdem positiv dann für uns ausgehen. Auch wenn wir jetzt 4 verloren haben. Johanna, irgendwie dein magischer Einfluss lässt noch zu wünschen übrig, wenn ich ehrlich bin. Die sind halt von jeder Seite und belagert. Wo stehen wir? Oh, wir stehen hier gar nicht. Neu. Oh, wir haben ziemlich viel Holz, aber kaum Nahrung. Das kann man ändern. Wo ist meine Stadt, das Ding da? 4, 5. Wie viel habe ich gerade ausgewählt? 4. Ah, dann würde ich sagen, 4. Geht auch noch mit. Und dann haben wir das hier. Irgendwo wird doch schon wieder angegriffen. Ja, natürlich. Johanna, mach mal was. Bogenschützen. Hier drauf. Johanna? Hast du Lust? Eigentlich geht's nicht darum, ob du Lust hast, sondern du machst einfach. So, kümmere dich erst um die Pferde und dann kannst du den Rest machen. Welche Reichweite hat denn das Ding? Ja, nicht genug. Okay, jetzt kriegen wir auch wieder Schaden. Optional beschützen sie die was? Versorgungskonvoi. Nach Monaten der englischen Belagerung hatte Orléans überlebensnotwendige Vorräte angefordert, doch die englischen Patrouillen drohten, ihre Ankunft in der Stadt zu verhindern. Damit Orléans Vorräte erhalten konnte, würden die Franzosen die Straße von den englischen Plünderern befreien müssen. Ja, ja, mache ich, gar kein Thema. Kommen die? Die kommen jetzt wahrscheinlich dahin, gell? Dahin und dann dahin. Ich vermute, die greifen gleich an. Stell doch euch schon mal hier hin, damit ihr notfalls noch dazu stoßen könnt. Ich brauche halt mehr Einheiten. So, macht mal. Ja, geht halt hier hin. Wo kommt ihr lang? Ihr kommt hierher, gell? Ach, natürlich. Aber wir haben die besseren. Und wir können gleich wieder heilen. So. Das funktioniert. Ja, ihr könnt auch nochmal hier hin.
Die Franzosen bezwangen die englischen Plünderer und gewährten der Versorgungskolonne sichere Durchfahrt in die Stadt. Das reicht schon? Okay. Bei jeder Warenlieferung nach Orléans besetzten englische Plünderer die Straße, um reiche Beute zu machen. Ja, das ist logisch. Und jedes Mal dürfen wir verteidigen. Ich brauche eigentlich wieder auch mehr Gebäude. Ich bräuchte, ja, warte mal, bisschen weniger von denen vielleicht. Nein, so. Das hier möchte ich. Generell, ja, will ich die da drauf setzen? Eigentlich nicht. Geht die Versorgungskolonne mal. Traf in der Stadt ein und lieferte der französischen Armee das dringend benötigte Gold. Oh. Ja, klar, ich brauche Gold. Hast du recht. Ich brauche aber auch erstmal mehr Einheiten. Hier drauf. Let's go. Kümmert euch drum. Johanna? Ja, heil. Das wollte ich gerade sagen. Ja, so ja schön. Hier einfach drauf. Unsere Mission ist, das Ding hier zu zerstören, gell? Dann haben wir wahrscheinlich gewonnen. So, mach erstmal hier neue Lager. Sehr schön. So, du bist jetzt die neue Einheit schon mal. 31, das ist gut. 31 ist gut, wir können aber die hier auch noch dazu nehmen. Ja, den hier auch. Dann haben wir 37. 37 können wir hier hin. Von wo wurde noch nicht angegriffen? Hier, glaube ich, gell? Hier, wo die Route steht. Natürlich. Hol mal neue Ritter. Ja, das hier ist wichtig. Nee, war der Ritter, war das? Mach Ritter. Genau, du kannst jetzt dich mal hier drum kümmern. Neues Gebäude und auch gerne einen weiteren Reiterstall, weil wir ja gerade die Ressourcen haben. Geh hier hin. Ja, hier hin ist okay. Und du kannst hier hin. Was? Versorgungskonvoi, okay. Das heißt, wir gehen hier hin. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen mehr Einheiten. Warum habe ich die Ritter gebaut? Kann mir das mal jemand sagen? Das passt eigentlich. Das heißt, alle hier hin. Und wir schauen, dass wir es verteidigt kriegen. Die Bogenschützen können hier hoch. Eigentlich greifen die ja immer hier bei den Toren an. Aber ich glaube, der muss auch gegenbauen. So ist es jetzt nicht, dass der cheaten kann und einfach sich holt, wen er möchte. Habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht täuscht es mich aber auch. So, wir können das mal machen. Ach nee. Ja, wobei, wir müssen. Ja. Scheiße. Wobei, trifft ein, heißt ja, wir haben noch ein bisschen. Hoffe ich. Was ist das heißt? 2, 1. Ich brauche jetzt vor allem mal Bogenschützen. Als sich eine weitere Versorgungskolonne der Stadt näherte, besetzten englische Plünderer die Straße. Die Franzosen mussten den feindlichen Trupp bezwingen, um die Vorräte zu erhalten. Ja gut, das waren hier vielleicht ein bisschen viele, ich gebe es zu. Aber ich lieber zu viel als zu wenig, gell? So, hier hin. Für unsere Stadt. Wie viel braucht das noch ein bisschen? So, wir haben hier noch ein paar. 1, 2. Und einer kann mal hier hin. Kann mal hier Holz holen. Können wir auch noch aufwerten. So, das passt, oder? Oder kommen da noch welche? Wird mir das gesagt? So kriegen wir auf jeden Fall ganz gut Gold immer. Oh, Spiel wird gespeichert. Hat das einen Grund? Wir sind fast schon am Partende. Scheiße. Ja, weit kann man nicht. Aber wir haben erst in dem die Mission angefangen, gell? Wenn man die Zeit so komplett aus dem Auge verliert. So. Du kannst auch mal hier hin. Wir könnten natürlich auch Belagerungsmaschinen bauen. Und das ist natürlich möglich. Die Frage ist, ob sich das lohnt. So, wo greifen die als nächstes an? Sehen wir schon irgendwo eine Kampfmaschine? Vielleicht nochmal hier? Nö. Dann warten wir den nächsten Angriff ab, bevor wir hier mal wieder so ein Ding hier zerstören. Doch, wir sehen den nächsten Angriff.
Und zum Glück dort, wo die ganzen Fernkämpfer stehen. So. Ja, die gehen jetzt hier rein. Sollen sie machen? Nee, sollen sie eigentlich nicht machen. Tatsächlich. Wo ist denn meine Armee? Hier. Die schicken Armbrustschützen da hoch. Ja, jeder wie er möchte, gell? Oh, unser Bevölkerungslimit. So. Was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir noch ein paar. Ja, gib mal hier drauf. Und noch ein bisschen auf Holz. Das hier können wir mal stärken. Dann, ja, das brauchen wir gerade nicht. Wollen wir hier gleich weitermachen? Kann man euch locken? Ja, anscheinend ja. So, let's go. Heilen? Ja, brauchen wir gerade mehr Dorfbewohner, ist die Frage. Kann halt keine Amnaro, ja, wobei, man könnte hier noch fahren. Ja, mach mal. Die nächsten können hier hin. Sehr schön. Da haben wir das. Jetzt können wir das hier mal machen. So. Wir können auch Belagerungen jetzt bauen. Eine. Weil dann fehlt Holz. Ja, kann man mal hier hin machen. Kommt da schon wieder irgendwo ein Angriff? Nee, nicht, dass ich einen sehe. Wir stellen mal die Einheiten in die Mitte relativ. Also hier hin. Dann kann man eigentlich... Hier kommt trotzdem keiner. Oder? Ja. Wenn hier eine extra Einheit angerannt kommt, ist das normal nicht gut. Ja, da kommen sie. So. Sehr wichtig, wo wir hinschießen. Ja, gut, das Pferd da oben jetzt. Ich weiß ja nicht, ob das sein muss. So, wieder heilen. Weil können wir machen. So, so. Was da? Ja, ja, ohne die Route hätte ich es gern, aber okay. Können wir mal kurz machen. Wenn, beschützen Sie den Verteidigungskonvoi. Wann? Ach, jetzt, okay. Ja, dann. Hier hin. Ja, ob man jetzt hier so rum muss. Weiß ja nicht. Nee, 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 nee. Geh hier hin. Den müssen wir stoppen. Wir hören ja schon auf. Die Bogenschützen werden weiter produziert, gell? Wir können hier mal kurz rutten. Ey, ich bin ja dumm. Ich habe hier das falsche Lager hingestellt. Ah. So. Das dann natürlich. Achso, es fehlt an Einheitenplatz. Ist eigentlich gut. Scheiße, wir müssen da mal schnell hin. Ohne das Ding. Du gehörst nicht dazu. Du bist jetzt 5. Wow. Also da kann ich ja fast ein paar Einheiten stehen lassen, so schlecht wie die da sind. Wo greifen die denn wahrscheinlich das nächste Mal an? Wahrscheinlich jetzt oben, gell? Würde ich hier tippen. Also hier. So. Let's go. Wir können mal kurz die hier wegmachen. Warum denn nicht? Dann hätten wir hier schon mal fast eine Brücke. Ich weiß nicht, ob die von dort Verstärkung schicken. Sehen wir hier irgendwo... Nö, die sind alle ruhig. So, let's go. Einfach heilen. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Gut. Können wir jetzt mal hier schneller machen? Wir haben zum Glück...
Zum Glück haben die kein Ding für die Mauern. So. Und hier holen wir sie uns von hinten. Wer da überlebt, gehört zum Team. Zum Zukunftsteam sozusagen. Und hier sterben sicher einige. Bevölkerungslimit erreicht. Aber gleich können wir auch das ja aufwerten. Das ist gut und wichtig. Haben wir Handwerker? Nein, dann liefer, also mach trotzdem mal. Das hält er nicht aus, gell? Ja. Wie knapp wollen wir es? Ja. So, hat hier noch irgendjemand überlebt? Ja, ein paar königliche Ritter. Und ein paar von denen. Hier holen wir mal kurz dazu. 5. Können wir mal kurz gegenheilen? So, wir können uns auch mal kurz die holen. Weil wird schon. Oh, die machen aber ganz schön Schaden auf den einen. Hier bauen wir aber schon. Ja, dann machen wir hier so. Nämlich scheiße, wenn wir das Upgrade nicht haben. Womit kostenlos eigentlich unsere Truppen besser sind. Einen Mönch könnten wir uns auch holen, aber wir haben ja Johanna. Ach, guck mal. Sind ja irgendwie mehr geworden. Na gut, wir bauen gerade weiter aus, deswegen. Deswegen passt das gerade. So, und damit haben wir dann auch hier. Ein Konvoi trifft gleich ein. Sehr schön. Huch. Das sagt mir ja hier keiner. Ja gut, damit ist unser vorgefallen. Könnten wir hier mal kurz gegen verteidigen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ja, lager mal ab. Hilfe. Der Konvoi trifft auch gleich ein. Warum greift die Hälfte hier nicht an? Frage ich mich. Hilfe, die greift mein Kloster einfach an. Hallo? Versorgung? Ja, schön. So, können wir jetzt mal... Danke. Hierhin? Ja, Anzeigen brauche ich jetzt nicht, aber ich klicke mal drauf, damit das Spiel zufrieden ist. Bitte hierhin machen. Du kannst hier drauf hin. Dann machen wir hier wieder einen Turm rein. Also, nimmer. Oh, wir haben auch Stein anscheinend. Ja, gut, dann können wir mal das Upgrade machen. Ja, vielleicht nicht alleine. Das wäre so eine Idee, die ich hätte. So, heilen. Wie sieht's aus? Wie sieht's denn all? Okay, wir haben ziemlich viele von denen. Von denen brauchen wir jetzt mal gar keine mehr. Auch wenn die einen ganz guten Job hier geleistet haben. Ist das trotzdem doch vielleicht ein bisschen too much. So. Dann hier und man kann auch mal einen Turm oder mal drei machen. Warum denn nicht? So, wir haben hier auf jeden Fall, ich glaube von da, wo wir die Männer her, also wegmachen, kommen auch keine mehr, oder? Von hier kam jetzt schon ewig niemand. Obwohl die hier einen direkten Brückenzugang haben. Können wir Trieböcke eigentlich bauen? Sind wir dafür? Jo. Sind wir dafür ausgebildet, ist die Frage. So, hier hin. Nein, leider nicht. Na gut, dann müssen wir mit den... Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Zum Glück haben wir gleich hier den richtigen Gang gehabt. Also hier ist jetzt relativ gut zu verteidigen, würde ich sagen. So, die können mal gleich weitermachen. Ja, mach mal. Gut, das wird. Scheiße. Wo ist... Oh Gott, die ist da hinten. Was macht die? Die heilt jetzt gar nicht die... Ja, und wir können eigentlich auch die Bogenschützen mal langsam...
aus ihrem Dienst entlassen. Wir brauchen vor allem mehr Ritter. Mehr von den königlichen Rittern. Oh. Das sind Reiter. Boah, ich dachte schon, mein PC stürzt wieder ab. Warum speichert er? Hat das einen besonderen Grund? Wo kommen die jetzt her? Bevölkerung. Ja, immer dieses Bevölkerungskapazität erreicht. Ja, danke. Ich baue halt nach. Man tut, was man kann. So, der Gang ist jetzt gesichert. Wir könnten eigentlich die noch wegmachen und dann... Weiß ich nicht, ob es sich lohnt für uns hier hin. Okay, die haben hier gar nichts stehen, so gefühlt. Von dort kann auch so gefühlt zumindest nicht der Angriff kommen. So, Versorgungskonvoi trifft gleich ein. Ja, dann gehen wir da noch hin. Ich muss den Part beenden. Wir machen hier an der beim nächsten Part weiter. Einfach massiv überzogen. Kann man mal machen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr, schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.